Okay, wo waren wir jetzt eigentlich stehen geblieben? Ich habe schon wieder total vergessen, wo wir hin wollten, bevor wir hier aufgeschlagen sind. Der Bug ist immer noch da. Ich finde, den finde ich tatsächlich sehr befremdlich. Ah, Kaffeetassen. Wir brauchen mehr Kaffeetassen. So, und jetzt muss ich nur rauskriegen, wo ging es denn hier nochmal nach Hause? Ich würde gerne den ganzen Schrott hier nach Hause bringen. Ich guck mal lieber auf die Map, bevor ich mich jetzt total verlaufe. Da ist Concord, dann sind wir eigentlich schon so halbwegs auf der richtigen... auf der... So, ich kann ich nicht hier einfach... Ich mach mal Schnellreise. Weil den Weg müssen wir ja jetzt nicht unbedingt zurückgehen. Alter, wie krass sieht das denn aus? Eine Power-Rüstung, die ein Raider-Anführer trägt. Krass, krass. VBÜH, Katalognummer 9524. Okay, so, wir sind wieder zu Hause. Jetzt können wir nämlich erstmal hier den gesamten Schrott einlagern. Jetzt machen wir das natürlich... Dogmeat, halt. Dogmeat, bleib mal stehen. Hallo? Bleibst du jetzt stehen? Hey. So. Ja, du sollst mir einfach alle Sachen geben, alles nehmen. So, dann tun... Oh Gott. Ja, ich bin wirklich überladen. Aber ich dachte, wenn man das eh alles in der Werkstatt lagert, dann... So, gesamten Schrott lagern. Jetzt müssen wir mal... Wir bräuchten irgendeine 5 mm... irgendeine 5 mm Waffe bräuchten wir, aber ich habe keine Ahnung, welche, wo wir die herkriegen. So, wir müssten haben einen... Nee, den Fusions... Wobei, den können wir eigentlich auch mal hier... Naja, wobei, eigentlich ist egal, wir verlieren den ja nicht. Gasmaske mit Brille, die lagere ich hier einfach erstmal ein. Das Gurtzeug auch. Bei den Hirnpilzen und den Hubblumen weiß ich eh nicht, was die sollen. Wie gesagt, bei dem Hundehalsband will ich nochmal ausprobieren, wie das funktioniert. Irgendwie kann man das dem Dogmeat wohl in die Hand drücken. Die Impro-Pistolen brauche ich nicht. Die können wir auch mal einlagern. Ich habe keine Ahnung, ob man die auch irgendwie auseinandernehmen kann. Impro-Revolver-Pistole interessiert mich nicht. Kaugummi auch nicht. Kreuzschlüssel brauchen wir nicht. Den kurzen Lauf können wir mal einlagern. Die müssen wir, glaube ich, so... Da, das kann weg, das kann weg. 1, 3, 2, 5. Da muss ich gleich nochmal gucken. Den Mechanikeranzug, den könnte ich vielleicht einfach mal drunter ziehen, glaube ich. Na egal, jetzt haben wir ihn weggepackt, dann lassen wir ihn weggepackt. So, die Minigun kommt auch da rein. Ordner können auch weg. So, linker Arm, rechter Arm, nee, irgendwie. Die Sackkapuze brauchen wir nicht, mit Schläuchen auch nicht, mit Riemen auch nicht. Die saubere, einen Schlagring reicht. Ich glaube, eine Schweißerbrille reicht im Zweifel auch. Sturmgasmaske, die haben wir gerade an. Ich bin da eh, ich werde das wahrscheinlich eh alles hier irgendwie einlagern. Ah, Moment, die Wahrnehmungswackelpuppe natürlich nicht. Des Wächters Springmesser. Doppelläufige Schrotflinte reicht uns auch eine. Impro-Gewehr will ich gar nicht, repetiere auch nicht. Komfortgriff, Impro-Pistole, nein. Mit Bajonett, das... Ah, das habe ich sogar. Mit Stacheln Schlagring. Raider-Rüstungsüberfälliges Buch. Na Gott sei Dank müssen wir das nicht zurück in die Bibliothek bringen. Ich glaube, dann wären wir arm. Der hat jetzt hier genauso... Moment, wo ist der... Der Power-Rüstung fehlt doch ein Arm. Sehe ich das gerade richtig? Der hat doch sonst... Da war doch sonst immer ein Arm. Rechter Arm. Linkes... Dem fehlt ein Arm. Ah, den hätte ich vorhin mal da mitnehmen sollen, verdammt.
Waffenwerkbank. Nee, was wollte ich? Irgendwas wollte ich machen. Ach genau, ich wollte die... Wir haben uns doch hier... Wenn ich mich nicht ganz täusche... Einen Wackelpuppenständer hingestellt. Und dann können wir nämlich hier... Die Wackelpuppe da reinstellen. So. Wahrnehmungswackelpuppe. Lagern. So. Das gefällt mir gut. Wir haben unsere erste Wackelpuppe. Wo war denn diese... Ich überlege die ganze Zeit, wo das war. Moment, können wir nicht einfach über die Map gehen? Nee, da war das nicht. Dickicht, Ausgrabung. Doch, das war... Das war hier irgendwo... Ach Gott, hier irgendwo war das, glaube ich. Aber jetzt... nagelt mich nicht drauf fest. Ich will den mal gerade suchen. Dann kann ich mir vielleicht den Arm da holen. Der fehlt ja meiner Rüstung noch. Ich weiß nur gerade nicht mehr, welcher Arm es jetzt war. Egal, wir nehmen einfach beide mit. So, hier ist das Dingen. Und ich glaube, wir sind von da gekommen. Da stand das doch irgendwo bei dem... Genau. Die stand doch hier in der Pampa rum. Ach, das ist nur eine Radkuh. So, Transfer. Können wir denn alles mitnehmen? Wir können auch... Theoretisch können wir auch einfach alles mitnehmen. So. Nicht böse sein, dass ich jetzt gerade etwas mutiger die Schnellreise verwende. Ja. Ernsthaft, Spiel. Du bist jetzt der Meinung, weil da eine Radkuh steht, sind das Feinde. Und wo ist überhaupt Dogmeat? Warum ist der nicht mitgekommen? So. Kann ich denn jetzt nach Hause schnell reisen? Na also, geht doch. Was ist das denn krasses? Speziell aus einem abgetrennten Stück einer Todeskralle gefertigt, ermöglicht der Todeskrallenhandschuh... Oh, alter Schwede. Nicht schlecht, Herr Specht. Aber ich bin nicht so der Nahkampf-Fan. Auch wenn das Ding schon echt krass aussieht, das muss ich echt sagen. Okay, so, wir sind wieder da. Dann können wir nämlich jetzt hier... den linken Arm reintun. Okay, damit hätten wir die schon mal wieder in einem. Und ich würde sagen, den Rest tun wir einfach mal in... Moment. Ich sortiere mal nach Gewicht, da sollten die relativ weit oben sein. Gewicht. So, weg, weg, weg. Gammler-Outfit 5-7. Kann eigentlich auch weg. Raider-Rüstung Harnisch. Der kann weg. Den Armeehelm finde ich eigentlich ganz geil, aber den kann ich halt nicht mit der... So, ich guck mal ganz kurz hier in mein Inventar. Weil ich glaube, wir... So. Also. Raider-Rüstung, die ist schlechter als das, ne? Mir fehlt noch was für den, wenn ich das richtig deute, für den linken Arm. Und ich glaube, da finden wir hier was. Ja, außer mein Mauszeiger verschwindet. Achso, ich war ja auch so. Etwas für den linken Arm, das müsste... Alter, ich hätte hier echt mal aufräumen sollen. Knochen, ja, so ein paar Knochen, die können wir uns einfach oben drauf. Was meinte ich jetzt? Linker Arm? Ich glaube, linker Arm, ne? Mal gucken, ob wir da was von den Raidern haben. Linker Arm, na, also geht doch. Linker Arm. Haben wir an? Rechter Arm, linker Arm. Rechtes Bein. Nee, linkes Bein fehlt. Oder bin ich mehr Schugge? Lederrüstung, rechter Arm. Lederrüstung, rechtes Bein. Die sind tatsächlich 2,5. Moment, jetzt nochmal. Nur damit was. Recht.
Rechter Arm, rechtes Bein, linker Arm, linkes Bein fehlt. So, jetzt haben wir es. Jetzt weiß ich es aber. Wir gucken erstmal bei Leder. Linkes Bein. Okay, überzeugt. Wunderbar. Jetzt haben wir wieder was an. Ich wüsste jetzt echt gerne mal Schaden durchschalten. Achso. Okay. Wie kann ich Dogmeat was in die Hand geben? Ich probiere das mal aus. Wenn ich das Ding jetzt auf die 9 lege, müsste ich das doch so in die Hand... Nee, okay. Wie kann ich dem denn irgendwas... Ah, vielleicht kann ich das erst später machen. Das kann natürlich auch sein. So, jetzt will ich aber... Moment, die Karte. Ich will jetzt mal zur Abernathy Farm. Ich will eine Markierung platzieren. Da will ich jetzt tatsächlich hinlaufen. Haben wir jetzt hier eigentlich wieder... Keine Munition. Ah, hier. Dann nehme ich die Schrotflinte. So, wir machen uns jetzt auf den Weg zur Abernathy Farm, weil wir haben das Medaillon von der Tante. Dann können wir ihr das gerade zurückbringen. Was ist denn das da unten? Bin mir nicht sicher. Soll ich mal? Nee. Da liegen überall immer noch die Leichen rum. Die war doch hier irgendwie gar nicht so weit weg, glaube ich. Was ist denn das? Da ist noch irgendwas. Ah ne, das ist nur ein Baumstumpf. Okay. Ah, da ist auch Dogmeat. Okay, braver Dogmeat. Bloß nicht weglaufen. Ich brauche dich nämlich. Ah, hier ist der komische... Ich will immer Wumpratten sagen. Warum will ich denn Wumpratten sagen? So im Star Wars Fieber bin ich ja momentan noch gar nicht. Ich müsste nur hier auch mal in die Stadt und alles durchsuchen. Und zum... Ja, da können wir eigentlich danach mal hinlaufen. Zu dem... Flugfeld. Auch wenn ich mit Flugfeldern, wie gesagt, in Survival Games echt schlechte Erfahrungen gemacht habe, aber hier gibt es ja wenigstens keine anderen Spieler. Ja. So, hier vorne müsste doch gleich irgendwo die Farm von denen sein. Hier steht nur... Hä? Steht ein Kühlschrank mitten im... Ja, knacken. Ein Kühlschrank mit Schloss. Das ist ja auch gemein. Sehr schön, sehr schön. Die Farm, die ist dann wahrscheinlich hier an dem Strommast. Warum stand da ein abgeschlossener Kühlschrank in der Pampa? Ah, die Busse. Oder Buschen. Da ist die Farm. Und wir haben doch jetzt, glaube ich, dieses eine Medaillon... Moment. Haben die Dogmeat schon umgenutzt? Alter Schwede. Alter, gehen die ab. Erstmal nachladen hier. Ich kann doch unmöglich schon alle erwischt haben. Oh. Alter Schwede. Dogmeat, nein. Oh, der hat eine U-Bahn-Fahrkarte dabei, das ist wichtig. Okay, Dogmeat ist wieder okay. Ich glaube... Ich dachte, da lägt eine Leiche, aber nein, es war ein Ghoul. Ah, wir können Drogen herstellen. Ich... Buff-Out und Jets, können wir Buff-Jets machen.
Ja, ich glaube, das gibt XP. An Buff-Tats hätten wir auch noch machen können. Okay. Na egal. Ganz ehrlich, ich habe das ja tatsächlich gerade nur hergestellt, um die XP zu kriegen. Wurzellager. Oh. Da ging es nach unten. Ah ja, ich sehe schon. Also ich glaube, so schnell werden wir nicht... Waffenwerkbank. Immer mal gucken. Da ist leider nie was drin. Finde ich eigentlich schade. Ein Toaster. Ein Feuerlöscher. Den kann man auf jeden Fall gebrauchen. Eine Kaffeekanne. Radix. Auf jeden Fall schon mal gut. Ah, ich hätte vorhin auch beim Tauchen einfach Radix vorher nehmen können. Fällt mir gerade ein. Alles hier einpacken. Ich will gar nicht wissen. Aluminiumdose. Ich denke, die... Nee, das ist okay, das gehört zur Waffenwerkbank. Der Benzinkanister, den nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Die Patronen natürlich auch. Ich wechsle mal auf die Pistole, weil die hat nämlich wenigstens noch ein bisschen Munition. Hier sind bestimmt wieder gleich so Ekel-Maulwurfsviecher oder... Moment. Was hat der denn bitteschön unter seinem... unter seiner Hütte? Alter Schwede, wie krass. Oh, da ist er, der Wayne. Tschüss, Wayne. Ich muss mich ein wenig beeilen. Der hat hier eine Mini-Atombombe gebaut. Nein, ich will nicht sitzen, ich will nicht sitzen. Hier ist mir zu viel Rad. Alter Schwede. So, wir müssen uns beeilen. Der hat hier auch noch ein Terminal. Ja. Du hast eine Ausgabe des Ödlands-Überlebensführers gefunden. Diamond City ist jetzt dauerhaft auf deiner Karte markiert. Cool. Kann ich eigentlich an das Terminal rangehen, ohne weiter Rad zu bekommen? Moment, wir machen das mal ganz schnell. Inventar. Hilfsmittel. Wir nehmen einmal ein Rad X und ein Rad Away. So, und dann gucken wir mal, was der an seinem Terminal so hat. Passwort erforderlich. So, sehen wir schon irgendwo ein Wort. Drug, sehe ich nur. Dual. Drag. Wir nehmen mal Drag. Das wär's. Oh, ich bin einfach gut. Absichtserklärung. Dies wird mein erster und einziger Eintrag sein. Ich bin ein freidenkender Bürger der einst großen Vereinigten Staaten. Ich werde nicht tatenlos zusehen, wie die Regierung die Köpfe ihrer Bürger mit Werkzeugen wie dem elektrischen Turm infiziert, den sie in meinen Vorgarten errichtet hat. In meinem. Ich schwöre, dass ich dieses Werkzeug zur Gedankenkontrolle vernichten werde und habe bereits mit dem Bau einer Bombe begonnen. Wenn ihr das hier lest, werde ich entweder getötet oder in ein Verhörzentrum der Regierung verschleppt. Die Nachrichten werden garantiert die Wahrheit verzerren und mich als kommunistischen Verräter brandmarken. Lasst alle wahren Patrioten wissen, dass all meine Handlungen aus freiem Willen und für das Wohl meines Landes geschehen. Okay. Naja... Ich glaube, er konnte seine vermeintliche Mission nicht abschließen. Wir haben aber alles eingesammelt, oder? Dann können wir jetzt hier raus. Das ist mir dann doch hier ein bisschen zu verstrahlt, muss ich sagen. Haben wir hier noch irgendwo... Nee, vergessen haben wir hier auch nichts. Okay, dann können wir hier wieder raus. Und gehen einfach mal zurück ins Commonwealth. Commonwealth. Ich hasse dieses Wort, aber okay. So, ich habe aber, glaube ich, hier noch nicht die ganze... Dogmeat, lass mich doch mal da gucken, bitte. Kaffeekanne nehmen wir auf jeden Fall mit. Matratze, schlafen? Nö. Warum sollten wir jetzt da schlafen? Das Jet nehme ich nochmal mit. Moment, hat er sich... Der wollte die Stromleitung sprengen, kann das sein? Und wieso habe ich die Schweißerbrille auf? Ich wollte die gar nicht auf... Ich wollte die doch gar nicht aufsetzen. Gut, dass ich jetzt da gerade geguckt habe. Kleidung. Da sollte nämlich eigentlich die Sturmgasmaske bleiben. So. Ich muss immer noch...
irgendwie, Map geht schneller raus. Es ist irgendwie interessant. Es geht schneller, wenn man rausgeht und wieder. Boah, das Flugfeld ist natürlich echt ganz schön weit weg. Wenn ich überlege, wie weit ich jetzt schon gelaufen bin. Und eigentlich wollte ich zur Farm. Da ist die Farm. In die Richtung. Weil ich wollte denen das doch eigentlich zurückbringen. Das Medaillon. Ihr wisst schon. Komme ich hier so hoch? Nee, natürlich. Da haben sie so eine... Na gut. Hier könnten doch ein normaler Mensch einfach hochklettern. Ich bin ja jetzt auch nicht überladen oder so. Hier ist der LKW. Da hinten. Ach, schon wieder keine Munition. Es ist manchmal so nervig. So, Ruhe im Karton hier. Warum? Bleib liegen. Habe ich dem jetzt einen Befehl gegeben? Nee, okay. Na. Abbrechen. So. Ich würde sagen, wir gehen jetzt doch endlich mal zur... Da ist noch irgendeine Fabrik, aber da wollte ich doch hin die ganze Zeit. Ich lade das Ding mal. Sicher ist sicher. Ich habe keine... Ach, da hinten ist auch noch eine Fabrik. Was denn für eine Fabrik eigentlich? Muss ich mal gerade... Also, hier soll noch eine Fabrik ungefähr in der Richtung sein. Muss ich hier nachher mal nachgucken, was... Also vielleicht einfach mal hingehen, was da drüben noch ist. Radix wirkt nicht mehr. Na gut. Das ist jetzt auch nicht so schlimm.